MotoTV 22, ja, Testtag heute hier am Red Bull Ring. Thomas, deine Heimstrecke. Und es war ein toller Testtag. War ein positiver Tag. Wir haben sehr viel ausprobiert, sind sehr viel unterwegs zum Testen, aber die Liste ist lang. Wir haben extrem viele Testpunkte abzuarbeiten und das machen wir relativ konsequent und bin zufrieden. Ja, du als Porsche Werksfahrer hast jetzt das Team gewechselt. Ich fühle mich eigentlich sehr gut ins Team rein. Also es hat sich in der DTM viel geändert über den Winter. Das hat sich auch geändert und gut, dadurch, dass ich das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring auch beim Mantai fahre, verbringe ich sehr viel Zeit mit dem Team. Es ist in beiden Projekten sehr viel Vorbereitungsarbeit zu leisten aktuell auf die Saison bzw. aufs große Event dann am Nürburgring und ist busy. Wir sehen uns sehr viel und von dem her wachsen wir da als Mannschaft extrem schnell zusammen. Ja, die DTM 2023, 6 Fabrikate, 28 Fahrer, 28 Autos, also das wird ein spannendes Jahr. Auf jeden Fall. Ich glaube, von der Dichte her ist es noch extremer als letztes Jahr. Es ist das Level extrem hoch. Es wird wahnsinnig schwierig, da konstant vorne zu sein vor allem. Und das ist die große Challenge. Auf das arbeiten wir hin, dass wir mit einem guten Saisonstart reinstarten können, hoffentlich. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Ja, und wir freuen uns, unseren Österreicher mit dabei zu haben bei der DTM 2023. Thomas, wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg für die Saison und toi, toi, toi. Dankeschön.